Als ich 16 war, habe ich eine Anzeige gelesen, dass die Kölner Junghaie ein Probetraining anbieten. Habe ich mir in 2 Taschen gepackt, bin nach Köln gefahren. Der Vorteil als Underdog ist, viel tiefer runter geht's nicht und es geht erstmal nur nach oben. Als ich dann Nachwuchs gespielt habe, wurde mir gesagt, kann hier unmöglich Profi werden. Ich habe mich irgendwie geweigert, das zu akzeptieren. Wenn man denkt, man hat etwas gewonnen, dann hat man Angst, es zu verlieren. Und davon muss man sich frei machen. Und es gilt immer, weiter hungrig zu bleiben. Nur so kann man weiter erfolgreich sein.